Eine Gegenüberstellung der Rechtskreise Personenrecht gegenüber Menschenrecht. Ursachen und Auswirkungen. Der bewusste Weg von Systemen der Fremdbestimmung in Nichtverantwortung zu einem neuen System der verantwortlichen Selbstbestimmung. Die autonomen Rechtskreise eröffnen dem Menschen die Wahl des Feststellungsgerichts. Dies kennen wir zum Beispiel in der Unabhängigkeit der Feststellungsgerichte als Kirchengerichte oder als Sportgerichte. Die Entscheidung der autonomen Instanz schafft den Rechtsspruch und bewirkt die Erfüllung des Grundsatzes, niemand darf für eine Tat mehrmals bestraft werden. Wer vor dem Kirchengericht oder vor dem Sportgericht bereits für irgendeine Übertretung verurteilt wurde, der wird nicht nochmal vor ein Zivilgericht gestellt. Die Wahl dieses Rechtskreises kann natürlich nicht nach dem Eintritt des Vorfalls getroffen werden, sondern nur vorher, wenn auch sicher ist, dass kein Vorsatz besteht oder keine Anbahnungsanzeichen des Vorfalls vorhanden sind. So könnte ich jetzt nicht mir für eine Straftat das Gericht aussuchen, was mir dann einen Freispruch beschert oder eine niedrigere Strafe. So geht das nicht. Wer aber per Trick in einen schädlichen Rechtskreis geraten ist, der ihm nie freigestellt wurde, dem bleibt natürlich immer die Wahl. So haben wir das zum Beispiel in der Gegenüberstellung der Rechtskreismerkmale Mensch-Person. Der Beitritt von Menschen in einen juristischen Rechtskreis wurde bisher dem Beitrittskandidaten nie erläutert. Das Prinzip heißt, das war schon immer so, oder auch bekannt als Bananenkäfig-Fünf-Affen-Syndrom, bei dem nicht mehr in Frage gestellt wird, warum etwas Bestimmtes so ist oder so war und warum es immer so bleiben muss. Der Beitritt von Menschen in eine Rechts- oder Glaubensgemeinschaft nach dem kategorischen Imperativ mit nur zwei Regeln wird von Beginn an transparent und verständlich erläutert. Jeder fordere nur das, was er als allgemeine Regel auch an sich selbst angewendet sehen will. Niemand kann mehr Vollmacht geben, als er selber an Rechten besitzt. Wie es möglich war, den Personenrechtskreis den Menschen aufzuerlegen und trotz dessen schädigenden Auswirkungen unerkannt und unbewusst zu praktizieren und Behördenmitarbeiter immer wieder gegen ihre Mitmenschen arbeiten zu lassen, sehen wir hier. A. In der Ausbildung wurden durch eine Zertifizierung mit Abschluss die Illusion geschaffen, dass die Rechtsgrundlagen erschöpfend geschult worden seien. Nun, viele Jahre Studium an der falschen Stelle oder bestimmte Auslassungen und Halbwahrheiten können schon die Illusion erschaffen, dass man studiert hat. Es wurden und werden wichtigste Ausbildungsinhalte weggelassen, wie zum Beispiel die Grundrechte. Keiner von den Behördenmitarbeitern kennt diese Grundrechte, Artikel 1 bis 19, und missbraucht seine Macht und verstößt tagtäglich dagegen, ohne zu prüfen, dass sogar die Gesetze zum Beispiel gegen das Zitiergebot verstoßen haben. Er weiß nichts über die Völkerrechte, Artikel 25, sagt, die Völkerrechte gehen den Grundgesetzen sogar noch vor. Menschenrechte, unbekannt. Genfer Abkommen, unbekannt. Da werden wir ansetzen. Denn jeder Mitarbeiter in den Behörden ist verpflichtet, in einer Verpflichtung, sogenannte Obligation, dieses Genfer Abkommen nicht nur zu kennen, sondern sogar bei sich zu führen. Wer dagegen verstößt, verstößt gegen das Genfer Abkommen. Und wer das nicht kennt, dieses Genfer Abkommen, der kann den Menschen gar nicht erkennen. Der denkt immer, er hätte eine Person vor sich. Sie kennen auch die UN-Resolution natürlich nicht. Und sie kennen auch nicht die rechtsphilosophischen Grundlagen, wie zum Beispiel die Vollmachtsregel oder den kategorischen Imperativ. C. In der Folgezeit wurden auch weder Grundgesetz noch Menschenrechtsresolution noch Genfer Abkommen noch BGH noch Bundesverfassungsgerichtsurteile geschult. Alles immer mit Weisungen, Anweisungen, Erlassen, Präzedenzfällen, Kollegenbefragen, Muster, die man in der Schublade hat oder im Computer und Mustertexte und Textbausteine. Damit werden Verbrechen ausgeübt aus Zeitmangel, weil ohne die Überprüfung der Rechtsgrundlagen geht alles natürlich viel schneller. Auch aus Personalmangel. Die rechtlichen Anforderungen wurden rechtswidrig durch Weisungen, Erlasse und Verordnungen ersetzt. So ist die Tatsache zu erklären, dass die meisten Menschen, die ohne eigenen Anruf der Polizei begegnen, spontan erstmal Angst haben. Wir wissen das, dass man oft auch zu Unrecht
gegen die Menschenrechte von den Polizisten diszipliniert wird. D. Alle berechtigten, unwiderlegbaren und sogar unanfechtbaren Vermutungen, Hinweise und Beweise von Rechtsforschern, Verfassungsrechtlern, Strafrechtlern und Menschenrechtsaktivisten darauf, dass grundregelbrechende, fehlerhafte Justiz angewendet wird, werden per Reflexreaktion in den Augen der Bediensteten im Irrtum oder bewusst als krude Rechtsauffassung, als seltsame Weltanschauung zum Beispiel abgewiegelt und lächerlich gemacht, weil unterstellt wird, ein echter Straftäter versuche sich mit seiner Kritik am Rechtssystem der Strafverfolgung zu entziehen. Gründe dafür sind, echte Straftäter werden mit denselben nichtigen rechtsverstoßenden Regeln verurteilt und justiert, die auch für Nichtstraftäter angewendet werden. Damit steht man mit falschen Regeln immer zu Unrecht gemaßregelt in der Gewalt. Hierdurch gehen alle Hinweise auf verursachte Rechtsunsicherheiten, Rechtsbrüche und Rechtsbeugungen ins Leere und werden ignoriert, damit überhaupt weiterhin gegen echte Kriminelle vorgegangen werden kann. Viele Straftäter gibt es aber nur deshalb, weil über 70% der Produktivitätsergebnisse an staatlich unterstützte Schwerstkriminelle ausgehändigt werden. Wir kennen das, Banker, Konzerne, deren Besitzer im Hintergrund, die wir alle gar nicht kennen. Wir kennen nur die Politiker, die von ihnen bezahlt werden. Bei den Schwächsten entsteht dadurch Mangel, Neid, Frust, Drogensucht, beliebige Beschaffungskriminalität. Und deswegen haben wir Straftäter. Die sind gar nicht als Straftäter geboren. Immer dann, wenn der Mensch dem Trickbetrug Personen-Mensch-Identitätsmissbrauch auf die Spur kommt, beachten die Weisungsträger in den Institutionen weder das Grundgesetz, noch das Völkerrecht, noch die Menschenrechte. Die Justizorgane werden missbraucht, die schwerstkriminellen Staatspiraten, nämlich Lobbyisten aller Couleur, vor den Menschen- und Grundrechtseinfordernden, Grundrechtsträgern, zu schützen. Dadurch, dass durch rechtswidrige Zerstörung der Gewaltenteilung faktisch nur ein von der Lobby voll kontrolliertes Organ, das Ministerium der Justiz, die Staatsanwaltschaft, die Gerichte, die Polizei, agiert, haben wir eine Mehrfachagentenfunktion der Behörden. Die Behörden dienen allen diesen Kriminellen, nur nicht den Menschen. Nach der Kapitulation 1945 waren fast ausnahmslos führertreue Reichsbürger des Dritten Reichs in Parteien, Ämtern, Gerichten, Finanzämtern weiterhin tätig, die auch in 33 bis 45 gelernt hatten, Grundrechte und Menschenrechte brechende Regeln und Weisungen auszuführen und so Menschen zu entrechten und zu enteignen. Diese Bediensteten sind aus Personalmangel nicht ersetzt worden. Gehorsam Anweisungen zu befolgen, ohne eine erforderliche gründliche Rechtsprüfung. Gehorsam Anweisungen zu befolgen, ohne eine erforderliche gründliche Rechtsprüfung, bedeutet eine enorme Zeitersparnis, allerdings unzulässig, zu Lasten nämlich der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Zu Unrecht Disziplinierte können sich kaum noch nach ihrer Entrechtung und Enteignung erwehren. In den Gemeinden, Ämtern und Behörden wird gegenseitige Amtshilfe bei Verbrechen gegen die eigenen Gesetze geleistet. Daher liegt die kriminelle Erfolgsquote bei eigenen Rechtsverstößen der Justiz und der Behörden bei 100%. Die Machthaber im Nationalsozialismus haben den Personenkult amtlich erscheinen lassen, indem sie jeden Menschen ab seiner Geburt als Rechtssubjekt mit dem Namen statt des Familiennamens als Staatsbürger und Person juristisch als Sache verwaltbar und haftbar gemacht und vertraglich als Bürgen im Behördensystem mit einer staatlichen Personalnummer inventarisiert haben. Beispiele dafür: der Personalausweis anstatt einer Menschenauthentifizierung. Der Börsenhandel mit der Personentreuhand zugunsten Dritter ist ungerechtfertigte Bereicherung und Sklaverei. Bürgschaft für Schulden, die Banken dem Staat für den Luftgeldverleih auferlegen, ist kriminell. Menschen stehen außerhalb des Gesetzes und oberhalb als ständige Inhaber und Quelle des Rechts. Nur als Personen werden Menschen in das Vertragsverhältnis mit dem Staat gezogen. Bei transparenter Information über die Tragweite der Verkörperung der Person durch den Menschen würde der Mensch nicht oder nicht in dem Umfang einwilligen. Das ist verdeckte Sklaverei durch Täuschung und Grundrechts- und Menschenrechtsverstöße. Aus der Ermächtigungszeit des Diktators stammt die Überzeugung der Behördenmitarbeiter, dass der Staat immer über der Person stehe
und die Person, die dem Staat gehöre, dem Regierenden pflichtgetreu als Untertan zu dienen habe. Dies ist, wie schon früher ausgeführt, durch den unrechtmäßigen Trick möglich, dass dem Menschen schon von früh an suggeriert wird, er sei mit der Person identisch und die Identität sei ein alternativloses Naturgesetz. Dadurch ist der Staat tatsächlich dann in der scheinbar rechtlich abgesicherten Situation, dass ihm alle Menschen, die eine Person verkörpern, sodann als Bürgen und Personal zu Diensten sein müssten und diese Person an die staatlichen Gesetze und Weisungen gebunden sind. Dies ist ein ähnliches Rechtsverhältnis wie Arbeiter und Angestellte einem Arbeitgeber gegenüber haben. Allerdings sind Arbeitsverträge unter Kenntnis der Bedingungen freiwillig abgeschlossen. Welches Konzept hatte die Personenepoche? Das Erzeugen ständiger Notlagen nach dem Prinzip Ursache, Reaktion, Lösung und daraus resultierender Verstärkung der Macht und Verkleinerung der Freiheit. Es wurden Destabilisierungen bewusst erzeugt, Terrorangriffe erzeugt, Krisensituationen erzeugt und dazu die Bevölkerung immer wieder in eine Reaktionshaltung gebracht, die dann selber nach einer Lösung dafür gerufen hat. Not macht erfinderisch, ja. Bei fast jedem Versuch, sich aus Notlagen zu befreien, wurden andere, die auch in Not waren, neidisch, wenn man Erfolg hatte. Sie boykottierten jede ursächliche Lösung, außer sie wurden am Profit beteiligt, was dazu führte, dass fast nur Projekte mit Profit erfolgreich waren. Denken wir einmal an die Leute, die für Probleme die wirklichen Lösungen an der Ursache, an der Wurzel finden. Die werden boykottiert. Nur wer Symptome behandelt, der hat in dieser Welt, wo dann Profitorientierung ist, überhaupt eine Chance. Bei jedem Einkauf, bei jeder Zahlung wurden 2015 bereits rund 70% des Preises als Steuern, Renditen, Luftgeld, Schuldenzahlungen belastet. Das merkte kaum einer und alle dachten, der Wirtschaftskrieg gegen sie als Sklaven würde erst noch kommen. Auswirkungen aus dieser Epoche waren immer Wachstumszwang, immer schneller fortschreitende Ausbeutung der Humanressourcen, fortschreitende Ausbeutung der planetaren Ressourcen und Umweltzerstörung. Welches Konzept hat die nun folgende begonnene Menschenepoche? Wir erleben jetzt das Erzeugen ständiger Verbesserungen nach den Prinzipien Vision macht erfinderisch. Jede Gesellschaft ist nur so stark und so wohlhabend wie ihr schwächstes Glied. Deswegen wird geholfen, durch Verantwortung wird Hilfe angeboten und die Verteilung vom Wohlstand zum Mangel. Das ist das oberste Gebot für jeden Menschen. Und daraus resultiert die Verstärkung der Freiheit und des Wohlstandes aller. Bei der Idee einer gesellschaftlichen oder planetaren Vision behilflich zu sein, finden sich leicht motivierte Mithelfer, die nicht mehr aus Profitinteressen mitmachen müssen, weil die Profite nicht mehr nötig sind, weil die Plünderung nicht mehr existiert. Profitinteressen sind überflüssig geworden, weil der Transfer des Reichtums von fleißig zu reich nicht mehr unterstützt wird. Die früheren Sklavensysteme wurden erkannt und abgeschafft. Das Bewusstsein steht auf Gemeinschaft, Augenhöhe, Konsens und Hilfsbereitschaft. Welche Schritte sind jetzt zu tun? Austritt und Willenserklärung dem bisherigen Personensystem gegenüber, ihm nicht mehr zu dienen. Und zweitens Beitritt und Willenserklärung freiwillig und transparent des Menschen in eine Rechts- oder Glaubensgemeinschaft nach dem kategorischen Imperativ mit nur zwei Regeln. Diese Regeln sind von Beginn an transparent und verständlich erläutert, nämlich: Jeder fordere nur das, was er als allgemeine Regel auch an sich selbst angewendet sehen will. Niemand kann mehr Vollmacht geben, als er selber an Rechten besitzt.